Hallihallo meine Lieben, ich habe mir alles gekauft. Ich habe so Hunger. Der Plan des heutigen Tages ist, zu essen. Oder halt alle Süßigkeiten, die ich als Kind nicht essen durfte. Woo! Ich habe ein neues T-Shirt, da steht drauf, I love Skater Boys. Aber eigentlich liebe ich alle Jungs, besonders die, die mich zurückmögen. Also niemand. Wir kaufen jetzt alles, komm. Das ist der Plan Nummer 1, wir gehen in einen Supermarkt und ich kaufe alle Süßigkeiten, die ich als Kind immer essen wollte. Nummer 2, wir kaufen amerikanische Süßigkeiten und ich esse die auch. Ich werde heute einen absoluten Zuckerschock bekommen und ich bin absolut bereit dafür. Dieses Video ist eigentlich nur eine Ausrede für mich, weil ich Süßigkeiten essen will. Ich kann das nicht. Es kommt jemand, es kommt ein Mann. Eigentlich darf man hier nicht filmen, aber ich habe halt auch nicht gefragt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da liegt ein Donut, aber ich durfte als Kind nie einen Energy Drink trinken. Verstehe ich, weil ich glaube, ich war anstrengend genug. Lila, rot, grün. Gib mir eine Farbe. Okay, blau. Ich war immer so neidisch auf diese Leute, die so eine geile Geburtstagstorte hatten oder so eine Benjamin-Blümchen-Torte. Ich mache meine eigene Party. Das Pferd ist echt hässlich, muss ich sagen. 8 Euro, ach du meine Güte. Kein Wunder, dass mir das niemand gekauft hat. Ich bin zu Hause. Habt ihr Hunger? Nein, wir essen jetzt trotzdem. Ich habe heute wieder gelernt, dass Essen mein Hobby ist. Hoppala, ist ein bisschen viel, ne? Kinderjoy und Überraschungsein. So, mir ist das Spielzeug absolut egal. Boah, diese Schokolade hittet anders. Wir machen es auf. Ein Affe und eine Frau. Kinderjoy. Boah. Dieser Löffel ist scheiße. Vielleicht ist da ein iPad drin. Oder auch das. Boah, warum ist da so wenig drin? 2 Löffel und es ist leer. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Absolute 10 von 10. Ich durfte nie Red Bull trinken, aber ist besser so. Nee, zu süß. Ich habe einen Zuckerschock. Mag ich gar nicht. Dieses Geld. Das gab es immer im Kindergarten. Meine Freundin hatte immer dieses komische Geld. Das ist ein leeres. Das war schon offen. Verschimmelt. Ja. Ich hatte so eine Freundin im Kindergarten. Ich habe mit ihr so Spiele gespielt. Mit diesem Geld. Sie hat mich verkauft. Ich fand es irgendwie immer eklig. Ich wollte das nie probieren. 1 Euro. Schmeckt reich. 2 von 10. Jeder kennt diese Muffins. Ich habe auch Glasur. Aber ich bin einfach absolut zu faul dafür. Ich bin nicht so gut im Backenteil, ich bin besser im Essensteil. Deshalb habe ich eine Bibi und Tina Torte besorgt. Das erinnert mich daran, wenn man in der Schule Geburtstag hat und Muffins mitbringen muss. Das verstehe ich nicht. Warum haben nicht alle mir einen Geburtstagskuchen mitgebracht? Ich habe Geburtstag, es geht um mich. Wir zünden eine Kerze an. Warum geht das nicht? Vielleicht hat heute jemand Geburtstag. Happy Birthday. Ich mach das jetzt weg. Ah, der Kuchen schmilzt. Wir müssen den jetzt essen. Komm, ich wollte immer diese Torte haben. Das ist bestimmt mein Geburtstagsgeschenk. Ein Freundschaftsarmband. Ich brauche nur noch Freunde. Das eine ist für mich und das andere ist auch für mich. Das Pferd ist ein bisschen hässlich. Als hätte ich Geburtstag. Das Stück ist für euch. Den Kuchen esse ich. Es ist noch ein bisschen hart. Es ist so peinlich, wenn man in der Schule Geburtstag hat und die ganze Klasse für dich Happy Birthday singt mit dem Lehrer. 4 von 10. Die Party ist vorbei. Ich hatte als Kind Angst davor. Ich habe gedacht, das sind echte Augen. Das ist ein Gummibärchen. Nee. Ich bin an so einem Punkt, wo mir schlecht ist. 5 von 10. Wir kochen doch was. Wir machen Fruchtzwerge-Eis. Ich habe Fruchtzweige geliebt. Das durfte ich essen. Ich will einfach nur Fruchtzwerge-Eis. Jetzt. How to Fruchtzwerge-Eis. Man nimmt den Löffel. Fertig. Über Nacht einfrieren. Tada! Ja! Fruchtzwerge-Eis. Ich habe gelogen, ich habe das gestern schon gemacht, aber ist ja egal. Boah, ist schon geil. Das ist meine Kindheit. Wir essen noch eine Sache. Wir haben 1-Euro-Kaugummi, Hubba-Bubba-Kaugummi, diesen Käse, keine Ahnung, wollte ich als Kind haben, Center Shop, Puffreis. Ich mache so und du sagst irgendwann Stopp. Center Shop! Ja, wo ist denn diese? Oh, das ist mein Traum. Ich kann die ganze Packung essen. Ich weiß. Hä? Stella. Stück Plastik. Deine das war Decken. Das Geschenk. Das war der Scheiß. Ich wollte als Kind. Ich wollte früher als Kind immer diese amerikanischen Süßigkeiten essen.
amerikanischen Süßigkeiten. Die sauersten Süßigkeiten der Welt. Ich liebe saure Süßigkeiten. Extreme sour. Ich kann das. Ich nehme alle drei auf einmal. Ich habe Wasserfall im Mund. Aua, aua, aua. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Puh. Meine Zunge tut weh. Ja, ha. 6 von 10. Hot Tamales. Das sind scharfe Süßigkeiten. Zimtgeschmack. Da ist eine Flamme drauf. Ich verbrenne. Ah, oh, ja, ja, ja. Ach du meine Güte. Lecker. Aber es ist nicht scharf. Es ist gar nicht scharf. Hä? Ich nehme mehr. Aber oh, geil. Schmeckt wie Knete ein bisschen. Ich glaube, ich schmecke nichts mehr. 4 von 10. Die sehen so lecker aus. Reese's Popped Snack Mix. Ich liebe Erdnussbutter. Ich liebe dieses Video. Ich esse einfach. Wow. So Popcorn. Mini Reese's. Mm. Noch so Brezeln und so. Mm. Oh, ist geil. Da ist so Schokolade, Popcorn, Brezel. Wenn ich treffe, finde ich dieses Jahr noch einen Freund. Okay, du bist ein Roman. Oh, wenn ich jetzt treffe, war das eine Lüge. Danke. Twizzlers. Die gab es in jedem amerikanischen Film. Meine Erwartungen sind hoch. Ich will nicht enttäuscht werden. Riecht nach Gift. Enttäusch mich nicht. Hä? Das schmeckt nach gar nichts. Das schmeckt nach absolut überhaupt gar nichts. Ich bin enttäuscht. In den Filmen sind die immer ins Kino gegangen, hatten ein romantisches Date und haben das gegessen. Das war eine Lüge. Minus 10 von 20. Ich wurde noch nie in meinem Leben so enttäuscht. Achso doch, wenn ich jeden Morgen in den Spiegel gucke. KitKat Geburtstagskuchen Geschmack. Die Kamera ist schief, weil ich bin ja auch unprofessionell. Ich liebe KitKat. Ich hasse weiße Schokolade eigentlich. Toll. Riecht nach der Geburtstagsparty, die ich nie hatte. Mh. Geil. Knusprig, schokoladig. Aber, warte. Amerikanisches Kaugummi. So, ich gebe es zu, ich bin süchtig nach Kaugummi. Ich habe immer Kaugummi zu Hause, in meinem Zimmer, in meiner Tasche, in meiner Hosentasche, in meinem Mund. Ich liebe Kaugummi. Das schmeckt wie ein Gummibärchen. Das ist ein Gummibärchen. Chewy Candy. Das ist... Ich bin ein Idiot. Das sind keine Kaugummis, das sind Kaubonbons. Danke an alle, die sich dieses schlechte Video angeschaut haben. Ihr seid cool. Mir ist ein bisschen schlecht und ich habe Bauchweh, aber es hat sich absolut gelohnt. Ich würde es nochmal machen. Unser Date ist vorbei. Wir zwei, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bleibe hier stehen. Ich warte auf euch. Wir haben nächste Woche wieder ein Date. Ja, so ein bisschen romantisch. Ui. Ciao, Kakao.